der Tafelleiste. Ja, herzlich willkommen zu Kommentarspalten Abschalten mit Fragezeichen. Das war falsch in der Ankündigung, aber ist eher unwichtig. Uns geht es um Umgang mit Störungen in der Online-Kommunikation. Wir sind die Lore, macht was mit Journalismus, Linguistik und mag Kung Fu. Und ich, Jan macht was mit Medien, Germanistik und mag grünen Tee. Wie bei Marianne und Michael, saugut. Super, das ist unser Startpunkt. Wenn wir zurückgehen zum Ursprung des Internets vor grauen Vorzeiten, damals hat John Perry Barlow sehr einflussreich eine Unabhängigkeitserklärung des Internets begründet. Und in der wurde die neue Technologie Internet, also neu war sie gar nicht, aber damals erstmal massenzugänglich, die neue Technologie verbunden mit ganz viel Hoffnung, dass aus der Technologie eine neue, bessere Gesellschaft entstehen kann, die irgendwie neue Regeln befolgt, die alten nicht mehr braucht. Also diese Unabhängigkeitserklärung ist tatsächlich gedacht im Sinne einer Unabhängigkeit von Staaten, von alten juristischen Systemen, dass man mit dem Internet ein System hat, das sich da komplett entkoppeln kann. Und wichtig für unseren Vortrag ist der folgende Satz von John Perry Barlow: Wir erschaffen eine Welt, in der jeder Einzelne an jedem Ort seine oder ihre Überzeugungen ausdrücken darf, wie individuell sie auch sind, ohne Angst davor, im Schweigen der Konformität aufgehen zu müssen. Und so ein typisches Element des Web 2.0, in dem, ich mache selbst, glaube ich, am einfachsten, aber ich mache jetzt, ja. Ein typisches Element des Web 2.0, in dem versucht wurde, diesen Ansatz umzusetzen, dass alle immer überall miteinander reden können und absolute Meinungsfreiheit herrscht, sind die Kommentarspalten von Weblogs. Und wir wollen heute eine Reise durch den Status quo des Umgangs mit Störungen in der Internetkommunikation wagen. Und zwar erwartet euch Folgendes. Erst bringen wir ein paar Beispiele für den Umgang mit außer Rand und Band geratenen Kommentarspalten. Dann stellen wir anhand eines Kommunikationsmodells aus der Linguistik vor, wie Kommunikation in Kommentarspalten überhaupt funktioniert und wie sie gestört wird. Am Ende wollen wir ein paar Strategien vorzustellen, wie mit diesen Störungen umzugehen ist. Und dann freuen wir uns sehr auf die Diskussion mit euch gemeinsam, wie wir jetzt umgehen können mit diesen Problemen, die dadurch entstanden sind. Genau, als Triggerwarnung, wir haben eine Folie, die Sexismus reproduziert. Wir werden das davor nochmal sagen und haben dann kein Problem, wenn irgendjemand kurz rausgehen möchte oder weghören oder so. Das ist irgendwie 2 Minuten und dann geht das wieder ohne weiter. Genau, fangen wir an mit den Beispielen. Habe ich die ersten Beispiele? Mit den Käfern, genau. Ja, das ist ein Beispiel, was du gefunden hattest. Genau. Wir haben erstmal 2 Tweets am Anfang. Der erste ist von Fräulein Tessa, die diese sehr schöne, im Grunde auch im Geiste John Perry Barlows geschrieben hat. Blogtexte sind eine Einladung zu diskutieren und weiterzuschreiben. Das ist das Schöne und Konstruktive an Blogs. Also das ist quasi die Diskussion und das Weitergehen, das ist, was den Blog ausmacht. Und dann gibt es aber auch, und ich glaube, jetzt übernimmst du. Genau, und dann gibt es Themen, da laufen dann oft sehr viele Kommentare ein, die die Betreiber dann doch nicht so gerne lesen möchten oder die auch andere Menschen, die das lesen, nicht so gerne lesen oder sich davon dann abhalten lassen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Zum Beispiel schreibt Antje Schrupp, dass sie sehr hart gegen bestimmte Dinge vorgeht und sie berichtet auch, dass es geholfen hat, wenn sie sexistische oder aus ihrer Sicht sexistische Beiträge einfach löscht, bevor sie überhaupt erscheinen. Und auch Helga Hansen. Ja, wie spricht man Han Haiwan eigentlich aus? Weiß das jemand? Wörter, die ich immer nur lese. Sie hat im November 2012 jedenfalls irgendwann einen Blogbeitrag veröffentlicht, wo sie schreibt, dass sie keinen Bock mehr hat auf die Kommentare und deshalb schließt sie jetzt einfach die Kommentarfunktion ihres Blogs. Wegen Menschen, die sie einfach nerven per Kommentar. Und das ist bis auf wenige Einträge bis heute so auf ihrem Blog. Genau, das wahrscheinlich populärste Beispiel, von dem viele von euch auch schon gehört haben, ist Feminist Frequency. Das ist ein Blog, das sich mit Feminismus und Popkultur beschäftigt, wird von Anita Sarkeesian geleitet
Und die hat eben auch die Kommentare komplett abgeschaltet. Die hat eine YouTube-Videoreihe, wo auch die Kommentare, die Ratings und alles mögliche andere nicht möglich ist. Und das hat einfach die Vorgeschichte. Genau, jetzt kommt der Trigger. Möchte jemand rausgehen? Genau. Genau, das hat einfach die Vorgeschichte, dass als sie noch Kommentare drauf hatte, einfach unglaubliche Mengen von sachfremden, nicht im entferntesten zum Thema gehörigen Kommentare waren, die sie einfach über ihr Geschlecht beleidigt haben. Genau. Kann man das lesen bis hinten? Ist das so erkennbar? Die Frage ist, möchte ich das überhaupt lesen? Also es geht einfach darum, dass sie völlig unsachlich beleidigt wird. Meistens auf sexistische Art. Genau, deswegen hat sie einfach alles komplett abgeschaltet. Und dass sie wiederum alles komplett abgeschaltet hat, hat dann allerdings wiederum den nächsten Shitstorm gestartet, diesmal nicht in ihren Kommentaren, denn die waren ja jetzt abgeschaltet, nämlich eben, dass ganz viele sich beklagt haben, dass ja, jemand, der den Slogan hat, Conversation with Pop Culture, also Austausch mit Popkultur, die will ja gar keine Diskussion, weil man ja gar nicht unter ihren Blogs kommentieren könnte. Und also im Grunde genommen, sie lässt sich nicht beleidigen, die will ja gar nicht diskutieren. Genau, ja. Ich dachte, da unten ist noch ein Beispiel, aber das ist ja ihre Antwort. Nee, das ist ihre Antwort. Sie hat dann gesagt, dass das halt eine Strategie ist, um sie zum Schweigen zu bringen und dass sie sich davon nicht stoppen lässt. Und ein Teil ihrer Strategie ist eben, dass sie ihre Kommentare einfach geschlossen hat. Denn sowas zu moderieren oder damit irgendwie umzugehen, kostet natürlich auch Zeit und Energie. Die steckt sie wahrscheinlich lieber in was anderes. Genau. Jetzt waren unsere bisherigen Beispiele alle von Frauen aus feministischen Kontexten. Jetzt gibt es ja unglaublich böse Vorurteile gegenüber Frauen in feministischen Kontexten. Und deswegen haben wir jetzt, nicht weil wir das für nötig halten, aber so um die Überzeugungskraft zu untermauern, doch noch ein paar Beispiele von allgemein anerkannten Männern gebracht. Weil es einfach so ist, dass es eben nicht nur Frauen in feministischen Kontexten trifft, sondern genau. Es wird in allen möglichen, also Heise Forum wird auch getrollt oder genau. Geflamed. Das populärste Beispiel war, glaube ich, Markus Beckedahl, der ja sogar semi-kommerziell netzpolitik.org betreibt und vor einem Jahr geschrieben hat, dass er eigentlich keinen Bock mehr hat auf die Kommentare, dass das unglaublich viel Arbeitszeit frisst und dass dabei nicht viel dabei rumkommt. Hat einen riesen Text reingeschrieben, warum ihn das alles nervt. Bemerkenswert ist, dass er keine Lust hat auf Kommentare, 376 Antworten bekommen hat. Also wir sehen tatsächlich, dass das bei einem großen Blog sehr arbeitsaufwendig sein kann. Auch noch bemerkenswert ist, nicht wenige dieser Kommentare haben gesagt, ja, kann man machen, ja, kenne ich, ähnliches Problem. Also da wurden auch Kommentare durchaus an vielen Stellen genutzt, um zu bitten, um dafür zu argumentieren, Kommentare abzuschalten. Das ist ja auch ganz kurios. Und Frank Rieger vom Chaos Computer Club hat überhaupt keine Kommentare auf seinem Blog und sein Podcast Buddy Fefe, irgendwie einer der ältesten Blogger in Deutschland, verzichtet auch komplett auf Kommentare. Bis auf? Genau, bis auf refefe.de und das ist eben die Version von Fefes Blog, wo man auch kommentieren kann und darüber haben Michael Kreil, R. Lehmann und Linus Neumann bei der Republika 13 berichtet. Die haben refefe.de ausgewertet und haben erstmal herausgefunden, dass da seit 2010, also das war dann 2012, 116.000 Kommentare geschrieben wurden, die sie ausgewertet haben und dass die Schimpfwortverwendung im Laufe der Zeit zugenommen hat. Das fand ich ganz interessant daran. Warum wurde nicht erklärt, aber sie nimmt zu. Auch im Verlauf einzelner Threads. Und eine mögliche Erklärung ist, dass wer schimpft und eben Schimpfworte verwendet, nach denen kann man ja ziemlich einfach suchen, das sind immer wieder die gleichen, bekommt eher eine Antwort auf einen Kommentar. Das heißt, Trollen erzeugt eben Aufmerksamkeit. Wobei, was ihr jetzt nicht seht, erkennen könnt, ist, glaube ich, die Legende. Also 2%, 4%, 6%. Also es gab generell nicht viele Antworten. Genau. Es war also nochmal Diskussion in den Kommentaren. Hm. 50% mehr. Ja, die Steigerung ist da. Ich wollte nur bemerken, dass also über 90% unabhängig von mit oder ohne Schimpfwort einfach versendet waren. Genau.
Genau, und ich dachte, ich stelle jetzt ein Kommunikationsmodell vor, dass wir uns das mal auf einer Metaebene eigentlich betrachten können, wie Kommunikation in Blogs so funktioniert. Und es gibt unglaublich viele Kommunikationsmodelle. Ich dachte, ich nehme mal das simpelste, das Shannon-Weaver-Sender-Empfänger-Modell. Das dürften manche von euch vielleicht auch in der Schule schon mal kennengelernt haben. Das hat eine ganz simple Ausgangssituation. Es gibt den die Senderin, die eine Nachricht zu schicken hat, den die Empfängerin, die diese Nachricht empfängt. Die haben beide einen Zeichenvorrat. Diese Nachricht wird kodiert mit bestimmten Informationen. Und über ein Medium kann es ein Feedback geben. Und das Ganze findet in bestimmten Rahmenbedingungen statt. Also zum Beispiel in einem Gespräch hier auf dem Hof der Open Mind, dann ist das Medium die Luft zwischen den zwei Sprechenden und einer sagt was und jemand sagt was zurück, dann ist das die Botschaft und das Feedback. Und wenn wir das jetzt erstmal ganz simpel versuchen, auf den Blog zu übertragen, dann ist die kodierte Nachricht der Blogbeitrag, der von der Bloggerin dem Blogger kommt. Und dann hat die Leserin, der Leser eben die Möglichkeit, über den Kommentar ein kodiertes Feedback zu geben. Das ist jetzt aber nicht so exakt und beschreibt das Problem nicht so ganz. Uch, da fehlt eine Folie. Oh, wie ärgerlich. Weil der Eindruck entstehen könnte, dass das quasi so eine Ping-Pong-Situation ist. Dass also quasi der Blogbeitrag ist hier, dann kommt der Blogbeitrag, dann gibt es jetzt Kommentar zurück zum Blogger, kommt wieder Kommentar zurück. Also dass ein Zwiegespräch quasi entsteht und das wie so ein Z abläuft. Das ist aber eben ziemlich unexakt, wie wir alle wissen, weil wir das Internet nutzen aus verschiedenen Gründen. Ein Grund auch, dass im Internet jeder weiß, dass alle Katzen sind. Deswegen habe ich hier mal das wissenschaftlich akkurate Blog-Kommentar-Kommunikationsmodell aufgestellt in zwei Phasen. Dort haben wir einmal die Blogcat, die schreibt einen Blogbeitrag und schickt den an die Readercats, wobei es schon wichtig ist festzustellen, dass es viele Readercats gibt, denn manche lesen das nur, andere nehmen da Anstoß daran, wie wir hier unten an der etwas wütenderen Readercat sehen, die dann wiederum selbst einen Kommentar schreibt und zur Commentcat wird. Und jetzt das Entscheidende an einem Blog-Kommentar ist, dass sie diesen Kommentar rausschickt und der geht nicht nur zurück an die Bloggercat, sondern auch wieder an die Readercats zurück. Das ist also eine Kommunikation auf zwei Kanälen und das wird oft vergessen. Zum Beispiel, ich habe es extra nachgeguckt, es ist extrem einfach, Kontaktadressen wie E-Mail oder so für Anita Sarkeesian oder Helga Hansen und so zu finden. Das heißt, die sperren eigentlich nicht diesen Kanal, man kann denen Feedback geben. Die sperren nur die Option, ihnen Feedback zu geben und gleichzeitig dieses Feedback auch noch mit ganz vielen anderen zu teilen. Andersrum, auf meinem Blog gab es einen Kommentar, ich habe den stehen lassen, weil ich es lustig fand. Ich glaube, die Person hat es ernst gemeint, die hat unter einem Blogbeitrag von mir aufgerufen, alle meine Kandidaturen zu verhindern. Ich nehme sehr stark an, dass sie das nicht an mich gerichtet hat, sondern an alle anderen natürlich. Das heißt, da wurde jetzt mehr so der Teil hier genutzt. Und eine andere Variante, die auch häufig vorkommt online, ist eben auch bei Tageszeitungen und Nachrichtenseiten. Dort ist es eigentlich so, dass jetzt zum Beispiel hier Cat Fleischhauer schreibt seinen Text, die linken Katzen haben immer weniger Whiskas, weil sie es mit den Straßenkatzen teilen. Und dann schickt er das. Und dann machen zwar die Comment-Cats irgendwie Kommentare, aber das, bei den meisten journalistischen Angeboten können wir eigentlich davon ausgehen, dass die nur noch unter sich zirkulieren. Und dass es eben kein Feedback-Kanal an die Autorinnen und Autoren ist. Wobei wir nicht wissen, ob es gelesen wird, aber wir wissen zumindest, dass es nicht allzu oft beantwortet wird. Genau. Und, oder wenn, dann zumindest nicht von den Personen, die die Texte verfasst haben, sondern häufig dann vielleicht von anderen Leuten aus der Redaktion, die extra dafür beschäftigt werden. Genau, ein anderer Weg, solche Kommunikation in beispielsweise in Kommentaren von Blogs zu interpretieren, sind die 5 Axiome der Kommunikation von Paul Watzlawick, die sich auch teilweise ganz gut darauf anwenden lassen. Zum Beispiel das erste, das sagt, man kann nicht kommunizieren. Was er da als Beispiel angegeben hatte, war zum Beispiel, wenn jemand nicht reden möchte, kann diese Person immer noch nicht reden, was aber dennoch auch eine Art von Kommunikation ist. Wenn ich mich zum Beispiel mit einem Buch in eine Straßenbahn setze, dann signalisiere ich, dass ich mich nicht unterhalten möchte und auch das ist Kommunikation. Das funktioniert natürlich
in Kommentaren anders. Also ich kann natürlich mich entscheiden, nicht zu kommentieren. Das ist aber, finde ich, nicht so eine Kommunikation, weil kriegt keiner mit. Also passt das nicht so ganz. Wo es anders ist, ist jetzt zum Beispiel im Chat, wie in diesem Rageface-Beispiel, wo jemanden anchattet und keine Antwort bekommt und das dann eben interpretiert, als ich habe sie sprachlos gemacht. Und ob das wirklich so gemeint war, sei dahingestellt. Und das ist im Grunde genommen auch schon eines der großen Probleme in der Online-Kommunikation, dass wir zwei Aspekte von Kommunikation immer haben und nur wenn die beiden Aspekte zusammenpassen, dann ist sie wirklich gelungen und dann ist das, was gesagt werden sollte, auch wirklich angekommen. Oft passt das eben nicht so. Wenn jemand zum Beispiel sagt, Sie haben aber eine schöne Perlenkette, ist die echt? Weiß ich im Grunde genommen nicht, ob es als Kompliment oder Abwertung gemeint ist, wenn ich nicht noch weitere Informationen habe. Und ich kann dann erstmal nur interpretieren, was gemeint ist. Das ist wiederum ähnlich, wenn ich einen Kommentar in meinem Blog bekomme. Möglicherweise, außer es ist sehr explizit. Also ich kann zum Beispiel sagen, okay, da hat jemand was Unnettes geschrieben, das ist ein Idiot, oder da hat jemand was nicht so Nettes geschrieben und der arme Mensch hat sicher Probleme, es ist meine Sache, was ich daraus mache. Und ich kann eben dann auch sagen, okay, meine Konsequenz, ich schließe die Kommentare oder ich ignoriere das. Wie ich damit umgehe, ist meine Sache. Also ich habe immer die Wahl, damit irgendwie umzugehen oder halt meine eigene Interpretation dieses Problems zu schaffen. Genau, und wenn eine negative Beziehung auf der Inhaltsebene ausgetragen wird, das bedeutet, jemand kann jemand anderen nicht leiden und möchte mit dieser Person aber über ein sachliches, also ein Sachthema diskutieren, macht das aber nieder, weil er oder sie kann diese Person nicht leiden und sagt dann, alles, was du sagst, ist sowieso scheiße, weil ich dich nicht leiden kann, dann kann das nicht funktionieren. Und das passiert eben häufig in Kommentaren, dass im Grunde genommen ist jemand bei mir schon unten durch und dann kann eigentlich nichts, was diese Person sagt, irgendwie noch stimmen, sondern ich muss das einfach negieren, weil die Person mir halt nicht passt. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Das bedeutet, im Grunde genommen ist Kommunikation nicht etwas, was an einem Punkt anfängt und dann an einem Punkt aufhört, sondern die läuft zirkulär und es ist in den meisten Fällen schon vorher etwas passiert. Das kriege ich aber zum Beispiel als Bloggerin nicht immer mit, was vorher passiert ist. Also ich würde natürlich sagen, ich habe einen Blogbeitrag veröffentlicht, dann kommt ein Kommentar, dann kommen weitere Kommentare und so weiter. Ich weiß aber nicht, was diese Leute, die da kommentieren, zu dem Thema vorher schon anderswo gelesen haben oder eben auch nicht oder gehört haben. Ich kann also nicht davon ausgehen, weder als Bloggerin noch als Kommentatorin, dass alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Häufig dieses Thema, ich habe jetzt keine Lust, dir das zu erklären, weil liest doch erstmal folgende Bücher, bevor du hier kommentierst auf meinem Blog. Das ist ja so ein umstrittenes Thema, dass viele Menschen denken, wir sind alle auf dem gleichen Stand. Und dann kommt jemand, der findet das Thema total spannend und ist aber vielleicht nicht so informiert wie andere Menschen, die da schon diskutieren, kommt dann rein und die anderen sind dann möglicherweise angenervt, weil eine Person, die auf einem ganz anderen Level ist, mitdiskutieren möchte und da möglicherweise Sachen sagt, die schon tausendmal gesagt wurden oder Schlimmeres. Das ist auch so ein bisschen, wie wenn man nachmittags Twitter aufmacht und der Shitstorm schon rollt und alle schon in der Phase der ironischen Kommentierung des Gegenstandes sind und den Gegenstand nicht mehr behandeln und man dann erstmal nachfragen muss, was eigentlich jetzt ironisch kommentiert wird. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Heißt, digitale Modalitäten, damit ist gemeint der Inhaltsaspekt einer Nachricht, das ist kodiert in Wörtern. Darauf haben wir uns mal geeinigt, da arbeiten wir auch ständig dran. Die kann man logisch verknüpfen, wir haben eine Syntax für Sprache. Wir können Negationen auch bilden, das funktioniert auch ganz gut. Wir können auch doppelt verneinen. Das läuft alles nach Regeln.
Und dann gibt es den analogen Aspekt, dass damit wird meistens der Beziehungsaspekt vermittelt. Das ist ein bisschen uneindeutiger. Das läuft häufig nonverbal mit Gestik, Mimik und Tonfall. Das ist online schwer rüberzubringen. Dadurch können Missverständnisse entstehen. Das bietet Potenzial für Störungen der Kommunikation. Und ein Lösungsversuch, der dafür in der Online-Kommunikation geschaffen wurde, sind Emoticons. Das funktioniert, wie ich gestern Abend gelernt habe oder auch schon vorher festgestellt, aber ich habe gestern Abend dazu was Interessantes erfahren, dass zum Beispiel das Emoticon, das aus einem Semikolon und einer schließenden runden Klammer besteht, von einigen Menschen ausschließlich als Signal für Ironie interpretiert wird, für andere Menschen als Zwinkern im Sinne von, das ist nicht ernst gemeint, und von manchen als beides. Und wenn jetzt ein Mensch, der das die eine Interpretation verwendet und ein anderer Mensch, der die andere Interpretation verwendet, über etwas diskutieren und sich dann dadurch missverstehen, dann ist das Emoticon schuld. Und das zeigt eigentlich, wie uneindeutig analoge Kommunikation, auch wenn sie durch Zeichen im Internet übertragen werden, wie uneindeutig sie doch dennoch sein kann. Also wenn ich zum Beispiel ein Wort schreibe wie Flasche und jemand spricht diese Sprache, kennt das Wort, dann ist das weniger missverständlich. Also außer, ja, das kann eine blödes Beleidigung Beispiel oder ein gefüllter Gegenstand sein. Also okay, auch digitale Kommunikation ist auch missverständlich. Ja, es gibt, glaube ich, bessere Beispiele als das, was ich mir gerade ausgedacht habe. Sehr gut, das kann keine Beleidigung sein. Genau, nochmal ein Beispiel. Links oben ist die Nachricht digital übermittelt, rechts unten sieht man einfach nur den Hund. In einem State of Shame, hat irgendwo hingepinkelt, wurde ausgeschimpft. Könnte jetzt auch, wenn ich diese digitale Message oben links nicht hätte, könnte es auch einen völlig anderen Grund haben, dass der Hund so guckt. Vielleicht guckt er immer so. Das zeigt, wie ein, also links oben gibt es kaum ein Missverständnis. Da steht, I like peeing on everything. Ich pinkel gern überall drauf. Da lässt sich schwer noch was dran deuten, aber unten rechts, das könnte alles Mögliche bedeuten, dieser Hundeblick. Ja, die Person oben links könnte auf den Hund gepinkelt haben, aber der Hund sieht trocken aus. Und Kommunikation ist entweder symmetrisch oder komplementär. Das heißt, entweder zwei Menschen, die kommunizieren, sind auf einer Ebene oder es gibt ein Machtgefälle. Da können auch beide Parteien jeweils dran arbeiten. Ich kann in der Kommunikation versuchen, Unterschiede, die bestehen, zwischen mir und meinem Gesprächspartner auszugleichen. Oder ich kann die Unterschiede auch einfach so lassen und die Unterschiede werden dann aber einen starken Einfluss auf die Interaktion zwischen uns haben. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass symmetrisch harmonischer verlaufen würde als komplementär, aber es ist sinnvoll, das im Hinterkopf zu behalten in Bezug auf Bloggen und Kommentare. Denn es ist immer die Person, die am langen Hebel sitzt, nämlich zum Beispiel löschen kann oder moderieren kann oder so, die im Grunde genommen auch die Interaktion auf ihrem eigenen Blog bestimmen kann. Ah, verdammt, meine Finger. Ich bin mit meinem schweißfeuchten Finger kleben geblieben. So. Genau, die Person, die das Blog gehört oder die zumindest Moderationsrechte hat, die sitzt eben am längeren Hebel. Und jetzt gibt es ganz viele verschiedene Wege, wie denn mit diesem Hebel umgegangen werden kann. Die simpelste ist, wenn unangenehme Kommentare auftauchen, die einfach zu ignorieren. Wenn wir zurück zu unserem wissenschaftlich akkuraten Modell kommen, heißt das, da kommt ein Comment und ich tue einfach so, als hätte es mich nicht betroffen. Es findet aber hier in dem Bereich statt, alle anderen lesen es zumindest erstmal. Die zweite Möglichkeit, gibt es zwei Varianten. Das Primitive ist, man fügt Wortfilter ein, dass einfach bestimmte Wörter nicht dargestellt werden oder Kommentare, die bestimmte Worte enthalten, nicht versendet werden. Die werden einfach blockiert. Also da wird ganz primitiv einfach der Kommentar gescannt und unter Umständen verhindert. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das eine relativ
effektive Methode ist und die Missverständnis anfällig ist. Etwas raffinierter ist der Troll-Capture. Magst du den nochmal erklären? Ja, der kommt aus dem beispielsweise aus dem Republika-Vortrag oder kam dort als Beispiel. Da wird das Capture immer schwieriger, je mehr Troll-Schlüsselwörter der Beitrag enthält. Das heißt, je höher der Anteil an Trollwörtern, also sogenannten, die eben vorher von dem Betreiber als trollig klassifiziert wurden, je mehr davon in dem Beitrag drin sind, desto schwieriger wird das Capture. So kann man Leute zumindest zurücktrollen. Eine immer populärer werdende Variante meiner Wahrnehmung nach ist User zur Registrierung zwingen. Also, dass ich auf einem Blog nur kommentieren kann, wenn ich mich vorher registriert habe mit E-Mail-Adresse, Name oder so. Oder die besonders trickreiche Variante, Kommentare nur über Facebook zulassen und dann Facebook ja die Klarnamen-Policy mehr oder weniger durchsetzt, aber man quasi den Registrierungsteil an Facebook outsourced. Das heißt, in diesem Modell wird einfach die Anzahl der Reader-Cats, die Comment-Cats werden können, modifiziert, eingeschränkt auf eben alle, die bereit sind, sich zu registrieren. Eine Möglichkeit wäre zu moderieren. Dabei ist es wichtig zu unterscheiden, dass man moderieren kann mit Ansage. Das heißt, ihr könnt an die Kommentarspalte dran schreiben, ich lösche alles, was sexistisch und rassistisch ist. Dann kommt quasi mit dem Blogbeitrag schon ein Signal, an das die Menschen sich halten können. Was aber viel häufiger ist, ist das unangekündigte Moderieren. Also ihr wartet einfach so, was an Kommentare kommen, und wenn dann irgendwas nicht gefällt, dann wird da mal reingeschrieben. Also das passiert bei Süddeutsche, sehe ich das relativ oft, dass da, wo mal ein Kommentar stand, jetzt nur noch ein Text steht, dieser war irgendwie nicht okay, enthielt Beleidigungen, deswegen haben wir ihn durch diesen Text ersetzt. Die etwas radikalere Variante ist, das dann einfach zu löschen. Vorher oder hinterher müsste da eigentlich stehen? Wie kann man denn vorher löschen? Na, ich sehe ja als Bloggerin. Ach so, freischalten, also, stimmt, ja, genau. Also würde ich auch unter diesem Punkt noch zusammenfassen. Ich kann vorher entscheiden, das wird gar nicht erst veröffentlicht, oder ich lasse alles raus und gucke dann später, was ich lösche. Genau, dann unglaublich abgefahren ist das Hell-Banning. Das soll Gerüchten zufolge in Facebook-Gruppen möglich sein. Und zwar gibt es auch die Möglichkeit, wenn ein Kommentar als irgendwie trollig auffällt, dass ich den jetzt aber nicht lösche, weil der Troll dann merkt, dass mit ihm interagiert ist, sondern dass ich ihn abschalte, dass alle ihn nicht mehr sehen können, außer dem Troll. Also Freunden. Quasi all diese Pfeile werden abgeschnitten. Comment-Cat, in diesem Fall Troll-Cat, ist aber immer noch fest davon überzeugt, dass der Kommentar da ist und einfach nur ignoriert wird. Ich finde das eine unglaublich diabolische Variante, die aber, glaube ich, hochwirksam ist. Ja, so noch ist es fieser auch. Ist es, wenn man eine eigene Usergruppe macht, genau, wo dann alle Trolle sich gegenseitig sehen können. Ist aber auch leicht mit Zweitaccounts und so dann zu entdecken. Deshalb heißt das auch Hellbanning. die Usergruppe ist die Hölle, okay. Genau, und dann gibt es natürlich das Reddit-System, Up-and-Down-Voten, dass quasi jede Nutzerin, jeder Nutzer eine Stimme hat und einem Kommentar einen Upvote oder einen Downvote geben kann und die dann eben nicht chronologisch sortiert werden. Das macht Diskussionen manchmal etwas schwerer nachzuvollziehen, sondern sortiert werden nach, was die Community für wertvoll behandelt. Das ist im Grunde eine Symbiose aus dem Cat-Fleischhauer-Modell, weil der Kommentar dann erstmal in der Community zirkuliert und am Ende, wenn es gut funktioniert, nur die Premium-Kommentare von besonders intelligenten Comment-Cats wiederum zurückrezipiert werden und mit der Zeit natürlich auch nur die abgewoteten weitergelesen werden, weil niemand in einem großen Blog, jetzt Netzpolitik.org 370, alle 370 runterliest bis zu den in die Hölle downgevoteten Kommentaren. Zumindest bei YouTube, also wenn ich mal das Mikrofon. Sorry. Ins Mikrofon wegen dem Livestream. Jo. Also zumindest bei YouTube, wenn ich mal so wahnsinnig bin und die Kommentare darunter lese, dann ist es so, dass ich irgendwie trotzdem immer die downgevoteten Kommentare anklicke und mir die anzeigen lasse. Ich weiß nicht, wieso ich das mache, aber ich lese es mir dann trotzdem durch. Weil genau, du hast ja die Wahl, das halt zu lesen, und man muss ja auch. Ja, aber es könnte ja genauso gut sein, dass das ein intelligenter Beitrag ist, der halt nur, also so, deswegen, so wirklich helfen tut das
das dann auch nicht. Wenn ich jetzt irgendwie einen Kommentar unter einem scheiß AfD-Video lese, warum auch immer ich mir das angucke, dann könnte es ja sein, dass er irgendein Linksautonom was gepostet hat und da wunderbar die AfD zerlegt. Also letzten Endes helfen tut das Up- und Downvoten dann auch nicht. Genau, das hängt von der Güte der Community ab, quasi. Direkt dazu, dann das Mikrofon weitergeben. Super. Ja, dazu muss man vielleicht noch sagen, dass das System bei YouTube anders funktioniert als bei Reddit. Bei YouTube werden einzelne Kommentare up and down gewotet, und wenn da irgendwo in einer Thread ein guter dabei ist und abgewotet ist, dann ist er gleich in den Top-Kommentaren. Bei Reddit funktioniert das nach den Wurzelkommentaren, nur wenn die gut sind, landen die oben. Den ersten Kommentar in einem Thread. Also wenn eine Diskussion entsteht, da ist ein Bild vom süßen Panda, A schreibt, das ist ein süßer Panda, und B schreibt dann total intelligent, warum der Panda süß ist, dann wird das trotzdem nicht gelesen, wenn nicht der süße Panda hochgevotet wird, der die Wurzel ist, an dem der intelligente Kommentar sich anhängt. Und bei YouTube kann das passieren. Bei YouTube kann einfach der YouTube sortiert chronologisch und stellt dann aber die Premium-Kommentare ganz oben. Und die sind dann auch oft außer Kontext erst dann verständlich. Ey, super, wir wollten jetzt eigentlich zur Diskussion auffordern, aber ich glaube, das müssen wir gar nicht mehr. Ich mache das zum Beispiel bei Heise. So, wenn ich keine Zeit habe, lese ich 2 grüne Kommentare, die top sind, und 2 rote Kommentare, die top sind. Und manchmal kommt eben halt dabei raus, dass ein roter, der maximal rot ist, eigentlich ein richtig guter Beitrag ist. Also ich mische die beiden immer 2-2. Das ist ein interessanter Weg, damit umzugehen. Ja, und ich denke, es ist möglicherweise auch sehr unterhaltsam. Also auch wenn es vielleicht kein guter ist, finde ich das sehr interessant, die ganz gegensätzlichen Meinungen dann zu sehen. Die haben ja, also diese verschiedenen Verfahren, abgesehen von der verschiedenen Wirksamkeit gegen Trolle, sage ich mal, auch sehr unterschiedliche Verhaltensweisen, was die Frage angeht, schaffe ich damit eine homogene oder heterogene Community? Also ein Reddit-Voting-System sorgt zum Beispiel unglaublich dafür, dass ich gleichförmige Meinungen letztlich innerhalb einer Community erzeuge, weil halt alle anderen irgendwann immer unten landen und keinen Bock mehr haben und gehen. Wohingegen zum Beispiel ein Blog-Autor-gesteuertes System ja eher dazu führt, dass ich eine Community schaffe, die eine ähnliche Meinung vertritt wie der Autor, was nicht unbedingt jeweils dasselbe sein muss. Also sowas muss man auch berücksichtigen, wenn man halt irgendwelche Anti-Troll-Maßnahmen veranstaltet. Ihr sprach das vorhin an mit der Meinungsfreiheit 1.11. Wie argumentiert man denn da? Denn das ist, ich glaube, ein piratentypisches Problem, dass man heißt, ey, wehe, du greifst hier irgendwie in die Kommentarfunktion ein, sei es nun über Moderation oder mit irgendwelchen technischen Mitteln. Das ist ja ganz böse von wegen Meinungsfreiheit und so. Was macht man dagegen? Also wie du argumentierst, hängt ja auch ein bisschen davon ab, was du sagen willst. Also wir haben jetzt verschiedene Modelle vorgestellt. Was auf jeden Fall ein gutes Beispiel ist, finde ich, wir hatten ganz am Anfang den Tweet von Antje Schrupp. Die löscht seit 4 Jahren ziemlich radikal. Wenn man aber mal reinguckt in ihr Blog, dann entstehen da riesige, spannende, große Diskussionen unter den Beiträgen. Also vielleicht ist das eine Möglichkeit, gegen argumentieren, einfach im echten Leben zu zeigen, dass das jetzt nicht sofort in einer stalinistischen Terrorherrschaft endet, sondern seit vielen Jahren auch gut laufen kann. Das betrifft ja nicht nur Blogs, sondern auch Mailinglisten. Ne? Also da ist es ja teilweise fatal, wenn man überhaupt nichts macht, was passiert mit der Mailingliste? Die fliegt einem um die Ohren. Ja, es kommt halt drauf an, wie groß der kleine Stalin in einem ist. Also gerade wenn man darauf Wert legt, als Autor aus den Beiträgen was zu ziehen und wie Feedback zu kriegen, dann muss man halt eine gewisse Pluralität zulassen und halt sagen, okay, ich nehme nur die übelsten Trolle, die halt Schimpfe oder benutzen oder irgendwelche Herrschaftsformen wie Sexismus und Rassismus reproduzieren, die nehme ich halt raus. Und dann erzieht man sich halt auch sozusagen seine Kommentarpostenden. Und dann, glaube ich, kann da durchaus was Produktives entstehen, je nachdem, wie liberal der Blog-Diktator ist. Ich glaube, du erziehst sie dann aber nicht eher, du filterst sie, indem du ja alle rausschmeißt, die eine andere Meinung haben. Aber grob ja. Jetzt ist Traflow und dann da hinten, oder haben wir eine quotierte Redeliste, dann erst da und dann...
Ja, ich hatte gerade noch eine ganz andere Idee. Weiß irgendjemand, ob es ein Trollfiltersystem irgendwo im Einsatz gibt, was mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet? Also je schlechter der Kommentar gewollt ist, desto seltener wird er quasi ausgeliefert, weil das ja für den Troll unglaublich schwierig nachzuweisen ist, dass er quasi gerade unwahrscheinlich erscheint. Gibt es das irgendwo? Wenn ich mich nicht irre, hat Facebook genau das. Zumindest bei Bildern und Gruppendiskussionen. Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass man als Benutzer sagen kann, ich lasse mir die Trolle anzeigen oder nicht? Das heißt, es gibt ein Voting-System und man sagt, ab so einem bestimmten Level will ich die sehen und ab so einem bestimmten Level nicht mehr, oder? Slashdot macht das so. Also Golem wurde noch ergänzt für die Leute im Stream. Slashdot genau, und Golem haben so ein System. Noch irgendwelche? Ich wollte mal fragen, was denn hier so im Raum als Mehrwert von Kommentaren gesehen wird, weil ich finde es völlig legitim, bei einem Blog zu sagen, es gibt einfach keine Kommentare. Weil ich meine, wenn sich jemand wirklich irgendwie davon angesprochen fühlt, dann kann diese Person ja einen eigenen Blogbeitrag machen und dann auf den Beitrag verweisen. Das wäre so die dann aber das machen dann natürlich nur sehr wenige, aber das wird dann dafür wenigstens irgendwie eine ernsthafte Auseinandersetzung. Ich habe halt oft den Eindruck, dass Kommentare einfach irgendwie verschwendete Lebenszeit von so vielen Menschen sind und dass deshalb irgendwie besser wäre, wenn es bei vielen Sachen gar keine Kommentare gäbe. Also ich habe auf jeden Fall ein Positivbeispiel, lesswrong.org, die haben auch so ein Slashdot oder relativ, ich weiß nicht genau, jedenfalls ein artiges System und da sind die Kommentare hochwertvoll. Also da wird sich halt irgendwie über Fehler in mathematischen Beweisen ausgetauscht und die werden dann so in irgendwelchen länglichen Kommentar-Threads zerlegt oder eben auch nicht. Das ist also auf jeden Fall ein Mehrwert. Also ich bin normalerweise kein Blogger, aber von den Sozialpiraten haben wir einen Blog, wo wir Modelle vorgestellt haben wie Sozialstaat 3.0. Und das ist für mich als Entwickler eines solchen Modells natürlich sehr hilfreich zu sehen, wo sind die Gegenargumente, wo sind Sachen einfach unverständlich dargestellt worden, was gibt es für andere Ideen. Kommentare haben da schon einen enormen Mehrwert. Die Entscheidung liegt ja immer bei mir, sowohl als Blogbetreiberin kann ich entscheiden, ob ich Kommentare haben möchte oder nicht und wenn ich welche habe, was ich damit mache. Und auch als Leserin kann ich entscheiden, ob ich sie lese oder nicht. Und ich denke, das ist eine Entscheidung, die ich einfach für mich selber treffen muss und die eben auch, also ich habe manchmal das Problem, ich fühle mich getrieben, Kommentare zu lesen, hinterher finde ich es fürchterlich. Immer auf YouTube. Ich würde das genau Gegenteil sagen. Ich fühle mich häufig getrieben, Kommentare zu lesen und finde hinterher, dass die Kommentare das eigentlich Witzige sind. Es ist natürlich so, dass man unterscheiden muss, ob man jetzt eine Seite hat, die irgendwelche News bringt und dann diskutieren die Leute über die News oder ob man einen Blog hat, wo man über technische Entwicklungen bloggt oder ob man eben tatsächlich Meinung verbreitet und dann eben sich auch Gedanken darüber machen muss und im Endeffekt auch gefallen lassen muss, dass Leute anderer Meinung sind und diese Meinung auch posten und dass natürlich je emotionaler sowas wird und je mehr man versucht, also auch der Kommentarschreiber versucht, seine Meinung dazu verteidigen, desto eher gehen wir natürlich in den Kampf, sodass wir dann am Ende zwei Kontrahenten haben, die eventuell auch ausfallend werden. Und da wird natürlich der Blogbetreibende selber, die Blogbetreibende selber nicht diejenige sein, die als erstes ausfällig wird, weil dann leidet ja der Blog drunter, sondern das wird eben der Troll sein, der sich dann daraus entwickelt hat, ja, wir machen jetzt noch einmal die Diskussion hier zu Ende und dann kann sie mir gestohlen bleiben, dann gehe ich halt zu irgendeinem anderen Blog und habe da eine andere Meinung. Wobei ich vorhin noch vergessen habe zu erwähnen, nicht immer sind Menschen, die mit anderen Menschen in Kommentaren aneinander geraten, Trolle. Es gibt ja häufig einfach auch nur, auch solche Kämpfe können ja entstehen, einfach nur durch Missverständnisse, die dann ausarten, wo sich beide Seiten dann angemacht fühlen. Zum Beispiel bei Flasche. Noch Kommentare? Ja. Ich finde Kommentare eine ganz wichtige Funktion. Ich finde das auch oftmals den wesentlichen Teil eines Artikels, eines Blogposts, die Kommentare. Ich glaube, meine persönliche Meinung ist das, dass vielen Leuten wirklich die,
die Gelassenheit fehlt, auf Trolle zu reagieren. Weil manche Leute rasten völlig aus, wenn sie mit Kommentaren konfrontiert werden, die wirklich so unter der Gürtellinie sind. Was machen Trolle? Sie wollen Wirkungstreffer landen, also beleidigen sie, also fangen sie an, die Leute zu diffamieren. Sie fangen auch an, falsche Dinge zu rezitieren und sie fangen auch an, irgendwie die das Wort im Munde umzudrehen. Ich wünschte mir manchmal, dass jetzt gerade auch Leute wie Markus Beckedahl oder sonst etwas mehr Gelassenheit hätten, diesen Leuten gegenüber uns schlicht löschen, ja, fertig ist es und alles kann weitergehen. Diese Gelassenheit fehlt auch oft Leuten auf Listen, die sich mit Trollen tagelang oder auch wochenlang betteln und unheimlich viele Leute damit in einen Sumpf reinziehen, den wir alle nicht haben wollen. Und ich würde den Leuten echt gerne wünschen, sie würden mal ein mentales Training machen, wo sie einfach sagen, so, ey, entspannt euch doch mal, werdet mal ein bisschen italienischer und hey, lasst diese Leute einfach Idioten sein und kümmert euch um schöne Dinge im Leben. Also ich glaube, da sind halt zwei Dinge nicht ganz bedacht. Einmal, Zeit ist halt irgendwie auch Geld in dieser Gesellschaft, die wir haben. Und wenn es 370 Kommentare sind, dann ist es... Ist mein Mikro noch an? Okay. Wenn es 370 Kommentare sind, dann ist das ja nie entspannt, die alle durchzuarbeiten und bei jedem abzuwägen, ist der jetzt okay, ist der nicht okay. Also ich glaube, diesen Zeitfaktor darf man nicht vergessen. Und es ist auch eine Frage der Privilegienposition. Also deswegen hatten wir das Beispiel von Anita Sarkeesian. Wenn man jetzt irgendwie was über Videospiele bloggt und dann gerne über Videospiele reden will und sich vorher durch 20 persönliche Beleidigungen, die mich auf mein Geschlecht reduzieren, wühlen muss, dann kann ich auch verstehen, wenn da Personen jetzt eher nicht entspannt sind. Ich denke also, diese beiden Fälle muss man schon bedenken. Wo wäre denn jetzt das Problem für Sie, einfach zu sagen, sie löscht diese Beiträge, fertig? Naja, also wenn ich sie lösche, dann muss ich sie ja immer noch lesen. Es ist doch ja vollkommen legitim, wenn ich sage, ich möchte nicht permanent... permanent bleibt werden. Und dann möchte ich einfach den Raum, weil man darf nicht vergessen, das ist ja keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, nochmal zu deinem Punkt. Diese Menschen können überall im restlichen Internet ja immer noch kübelweise Hass über mich ausschütten. Nur muss ich es da nicht lesen, weil es nicht direkt unter meinem Beitrag steht. Also es mag diese Fälle natürlich auch geben, da hast du absolut recht. Ich meinte nur so mal generell den Tipp, jetzt abgesehen von diesem Fall oder von solchen gearteten Fällen, ich glaube, dass sehr vielen Leuten die Gelassenheit fehlt. Da hinten war auf jeden Fall noch was und dann hier noch. Also in unserer Kommentarspalte kann ich schon mal sagen, müssen wir sehr wenig moderieren. Das funktioniert gut. Also grundsätzlich gibt es ja auch noch andere Faktoren. Also ich kann natürlich gelassen reagieren auf Trolle, die irgendwie was schreiben, die versuchen Aufmerksamkeit zu generieren. Wir hatten gerade auch Mailinglisten, wurden ja auch angesprochen. Ein gut besuchter Blog, wo die Kommentare häufig gelesen werden, der ist da so ähnlich. Man ist immer in dem Zwang gefangen zwischen, ich lösche das jetzt einfach, ich ignoriere das jetzt. Also entweder ich ignoriere das einfach oder ich lösche das sogar. Dann können es aber immer noch Leute gelesen haben. Wenn ich es ignoriere, haben es Leute gelesen, werden es aber auch noch lesen. Und ich muss darauf reagieren, schon alleine, um Dinge richtig zu stellen. Das ist ja das, was bei Mailinglisten eben auslöst, dass es sehr selten funktioniert, dass man Trolle einfach Trolle sein lässt und dann Fisch hinschmeißt und alles ist gut. Irgendeiner reagiert immer auf den Troll. Das heißt, wenn ich jetzt die Ignorieren-Strategie fahre in meinem Blog und ich habe viele Comment-Cats bzw. Reader-Cats, die dann zu Comment-Cats werden, dann wird es mir eben passieren tatsächlich, dass ich Kommentare, dass ich auch selber reagieren muss, um Dinge richtig zu stellen, die der Troll eben gegen mich rauskübelt, weil sonst ich die anderen Reader mit dieser Trollmeinung alleine lasse. Und wenn ich die jetzt einfach lösche, dann habe ich das Problem, dass es ja auch schon wieder jemand gelesen haben könnte, der dann sich auch eine Meinung bildet aufgrund eines Beitrags, wenn das nicht ganz so offensichtlich ein Troll ist, dass ich auch darauf reagieren muss. Das heißt, diesen Zwiespalt hat man immer. Reagiere ich darauf oder reagiere ich nicht darauf? Einfach nur zu löschen, nachdem das Ganze schon eine Zeit lang online war, ist da vielleicht so cool, wie ich auch bin und so sehr ich das auch so ignorieren möchte, ist dann vielleicht nicht die richtige Lösung. Da vorne Daniel und dann Boris. Ja, du hast gerade was meiner Meinung nach unheimlich Wichtiges gesagt, so nach dem Motto Meinungsfreiheit ist ja nur nicht, die können ja immer noch sagen, was sie wollen, nur nicht mehr hier.
das will ich nochmal unterstreichen. Allein die Tatsache, dass ich sehr wohl ein Hausrecht habe, dass ich natürlich keinem Nazi erlauben muss, ein Hakenkreuz an meine Hauswand zu malen oder eine fremdenfeindliche Parole in meinem Hausflur zu brüllen, das muss ich nicht. Also selbst wenn ich sage, hier Meinungsfreiheit, das kann er als Meinung bitte woanders äußern, aber nicht hier. Und das ist eigentlich die Einstellung, ja, die würde ich mir auch innerhalb der Partei wünschen. Das ist eine Sache, die, aber da redet man leider an vielen Stellen. Ich glaube, ich habe so den Eindruck zumindest, viele sind wir uns hier einig. Ich habe aber so das Gefühl, dass es nicht automatisch Konsensmeinung innerhalb der Partei ist. Ich habe das Problem, wenn jetzt ein Troll irgendwas erzählt und irgendjemand kommt später in irgendeinen Thread rein, dass er dann denkt, dass der Troll hat der Recht, weil alle anderen haben aufgehört, auf ihn zu antworten. Dann erscheint für mich immer so das Bild, ich muss auf diesen Troll antworten, weil sonst denken die anderen, der Troll wäre ein Arschloch. Oder der hätte Recht, der Troll. Und da habe ich immer das Problem, wo auch dann Parteikollegen von mir sagen, halt einfach die Fresse. Da sage ich, nee, ich möchte eigentlich nicht die Fresse halten, weil schwer. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe mich früher auch gegen Trolle verteidigt im Internet und es ist immer ganz furchtbar ausgegangen, weil das ja genau das ist. Wer trollt, bekommt mehr Aufmerksamkeit und das ist im Grunde genommen auch schon das ganze Ding. Deshalb funktioniert das in den seltensten Fällen, darauf zu reagieren und da noch was Gutes bei rauszukriegen. Ich kann im Grunde genommen nur verlieren. Ja. Was aber die Leute machen können, ist weiterreden, nur einfach den Troll nicht mit einbeziehen. Ob das jetzt technisch geregelt ist, indem sie ihn gar nicht sehen oder ob das einfach so passiert, indem ich sage, okay, ich kommuniziere einfach nicht mit dem, aber mit allen anderen schon noch auf der Mailingliste oder im Thread. Ich glaube, erst war er. Ja? Okay, das ist alles klar. Gut. Ich glaube, was auch hilft, ist einfach das entsprechende Selektieren. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier, was weiß ich, zum Beispiel auf der Fachforum der Ostliste der Grünen Jugend sind. Aber es ist grausam manchmal. Ja, also Stichwort Israel. Ich glaube, da können sich alle vorstellen, wie Diskussionen laufen. Und trotzdem ist es sehr wichtig, zwischen Trollen zu unterscheiden und Leuten mit anstrengenden Meinungen. Weil auch wenn Diskussionen auf erwähnter Mailingliste häufig sehr nervenzerrend sind, sind es wichtige Diskussionen, weil dabei auch trotzdem Bildungsarbeit geleistet wird, weil da Leuten erklärt wird, warum es wichtig ist. Ich bringe jetzt keine inhaltlichen Beispiele. Warum bestimmte Dinge wichtig sind. Und dann halt auch zu sehen, okay, wo lohnt es sich nicht? Also, oder die Grüne Jugend Göttingen zum Beispiel bekommt gerade einen gewaltigen Shitstorm an Hass und Drohbotschaften von AfD-Fanatikern, die sauer sind, dass ihre Plakate in Göttingen entfernt werden. Und da wird die Grüne Jugend Göttingen als rote SA und Stalinisten, Terroristen, Kinder von Pädophilen und keine Ahnung was beschimpft und so fort. Und da haben wir halt insgesamt vielleicht 6-7 Mails bekommen, wo wir gesagt haben, okay, da könnte vielleicht tatsächlich ein Nachfragen vorhanden sein, vielleicht ein ehrliches Interesse. Und da haben wir im Prinzip einfach nochmal eine Linkliste und 5 Sätze zurückgeschickt. Und weil es trotzdem irgendwie klar war, okay, die haben offenbar nicht alles gelesen. So, und hier liest doch mal nach. Wenn dann Fragen sind, dann frag nochmal nach. Und den Rest einfach konsequent ignoriert, beziehungsweise dann gegebenenfalls in Blogbeiträgen zu löschen. Das Problem ist halt, wo diese Trennlinie ist. Das ist jetzt noch ein interessanter Beitrag und das ist jetzt schon reines Getrolle. Das ist natürlich hochsubjektiv. Aber ja, das ist, denke ich, trotzdem ein wichtiger Hinweis. Also ich hätte zur Trollbekämpfung einfach noch eine Strategie anzubieten und das wäre, dass ich mich halt mit dem sozusagen inhaltlich nicht mehr auseinandersetze, sondern den Beitrag eigentlich nur als Trollerei halt klassifiziere aus meiner Sicht und das war schon die Antwort. Und dann bleibt in der Regel dann auch dieses Ping-Pong-Spiel der unterschiedlichen oder der erhöhten Aufmerksamkeit für den Troll dann eigentlich auch aus. Strategie halt. Genau. Also ich habe, ohne Mikro, wenn sich alle dran halten, meinte ich.
Eins würde ich vielleicht gerne noch anmerken, was mir oft fehlt oder was ich oft sehe, ist die Bekämpfung von Trollen durch Reader-Cats oder auch durch Comment-Cats. Also andere Comment-Cats sollten, wenn sie wirklich sehen, da trollt jetzt jemand, vielleicht da auch nochmal darauf hinweisen, hier, du fängst jetzt gerade an rumzutrollen oder ich finde scheiße, was du schreibst. Das fehlt oft, es fehlt oft an einer Reaktion aus dem Auditorium. Oftmals wird der Autor genötigt zu reagieren, weil es ja auch oft gegen ihn geht. Aber es fehlt oft an Solidarität. Das ist halt eben das, was fehlt. Es ist gerade auf Listen unheimlich schwierig, wenn man etwas beginnt. Das wird dann oftmals beendet dadurch, dass sich ein Troll ins Spiel bringt. Und dann habe ich zum Beispiel auf einigen Mailinglisten, zum Beispiel vom AK-Vorrat, erlebt, dass da so sehr große Solidarität herrscht. Und dann wird durch entsprechende Kommentare von den Mitgliedern der Mailingliste, wird der gar ausgemacht. Indem man sagt, das ist jetzt nicht angebracht, was du hier schreibst. Und es ist auch eher verletzend. Und das ist halt eben etwas, was ich als Reaktion sehr gut finde. Weil es dann nicht vom Autor kommt, sondern vom Auditorium selbst. Ich mag es, wie ihr wissenschaftliches Vokabular wie ReaderCat und so verwendet. Ein gutes Beispiel für eine funktionierende Community ist auch dieser Netzpolitik.org Beitrag, der eben sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Kommentare, denn weiß jemand, was der erste Kommentar unter diesem Blogbeitrag ist? Erster Ausrufezeichen. Und dann aber eine Äonen von weiteren Kommentaren, die alle erklären, dass das jetzt echt voll nicht okay ist, bei so einem Thema jetzt hier sowas zu machen. Also ich habe auch negative Beispiele beobachten können auf zahllosen Mailinglisten, wo das Leute versucht haben, also wo das im Prinzip genauso losging. Irgendjemand hat ein total sinnvolles Thema angesprochen und irgendjemand hat halt hart getrollt. Und dann hat er halt irgendwie zwei Mails bekommen, wo drin steht, halt, das kannst du halt so nicht sagen, das ist irgendwie scheiße und außerdem benimm dich mal. Und dann hat er halt hart zurückgetrollt und schon hattest du halt zwei Trolle statt einem. Also habe ich mehrfach ziemlich genauso beobachten können. Was ihr Piraten für Probleme habt. Ja, also ich denke auch, es gibt ja diesen berühmten Satz, don't feed the troll, aber das ist ja auch an sich so richtig, finde ich, aber das sollte man halt dem Troll nicht ins Gesicht sagen, weil das ist ja genau das, was er erreichen will. Ich denke, man sollte einen Unterschied machen zwischen Leuten, die sich unangebracht verhalten, das nicht bemerken und trollen. Häufig überschneiden sich diese beiden Gruppen ja. Viele Trolle würden sich ja selber überhaupt nicht als Troll bezeichnen. Wobei ich sagen muss, dass es ja immer auf die Gruppe ankommt. Also wenn es eine Gruppe gibt, die relativ homogen ist und wo jeder weiß, was der Fisch bedeutet, dann muss sie nur einer dahin schmeißen. Dann ist die Diskussion mit dem Troll in dem Moment beendet. Wenn man so eine inhomogene Gruppe hat oder auch Leute, die sich unsicher sind, wie das vorhin gesagt wurde, ob sie jetzt reagieren müssen oder nicht, dann hat man quasi, dann kämpft man an zwei Fronten. Einmal gegen den Troll selber und einmal gegen die Leute, die mit dem Troll gerne diskutieren wollen. Und das wird dann eben doppelt schwer. Und das beendet dann auch am Ende vielleicht eine sinnvolle Diskussion, die es am Anfang mal gab. Mag mir jemand ganz kurz erklären, was der Fisch ist? Das wurde schon zweimal erwähnt, ich weiß es nicht. Ja, also es gibt, ich weiß nicht genau, aus welcher Popkultur das entsprungen ist, aber es gibt schon lange die Auffassung, dass sich Trolle bevorzugt von Fischen ernähren. Und deshalb gibt es einen wunderhübschen ASCII-Art-Fisch und inzwischen vielerlei Abwandlungen davon, die man einem Troll als Antwort dann geben darf, damit er glücklich und zufrieden wird. Was gleichzeitig signalisiert, hier handelt es sich um Trollerei. Bitte nicht weiter darauf eingehen. Genau. Na, war das jetzt der Diskussionsblocker? Jemand hat den Fisch geworfen. Also ich habe mal einmal eine gute Reaktion beziehungsweise einen Troll dadurch gestoppt, dass ich mir vorgestellt habe, wäre diese Person jetzt mein bester Freund. Dann hätte ich unheimlich viel Verständnis dafür, dass der gerade scheiße drauf ist. Und was würde ich meinem allerbesten Freund jetzt antworten? Und das habe ich dann über die Liste geschickt. Danach war der ruhig. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt von jemandem, die hat geschrien, du hast ihn tot geflauscht. Das war sehr schön. Ah, das haben wir vergessen auf der Liste der Lösungsstrategien Trolle totflauschen. Kaputtflauschen.
Gibt es noch Kommentare, Fragen? Ich habe hier noch keinen Troll gehört. Ja, dann würde ich sagen, danke für den Vortrag und die rege Diskussion. Und ja, dann war es das. Danke euch. Es gibt jetzt Abendbrot und um 19 Uhr geht's weiter. Ups, Entschuldigung. Fütterung der Trolle.